Oh, Jasmin, was für ein herrliches Wetter. Es ist am Regnen, die Pflanzen wachsen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Hi. Jasmin, ich hab dir... Oh nein, ich bin benebelt. Oh, kleinen Moment. Ja, kleinen Moment. Ich habe eine leichte Gehirnerschütterung. Von was denn überhaupt? Vom Vogel oder was? Ja, da hat mir der Geier eins auf die Schnude gehauen. Ah, jetzt fehlt mir ein Lehm für den letzten Samen. Jasmin, ich habe sogar einen Witz mitgebracht. Oh, ich bin gespannt. Ja. Pass auf, ruft ein Mann bei der Polizei an, ne, und sagt, Herr Officer, mir wurde vor 4 Monaten meine Kreditkarte geklaut. Sagt der Polizist, ja, aber wieso haben Sie denn nicht vorher schon angerufen? Ja, der Dieb gibt auf jeden Fall weniger Geld aus als meine Frau. Und wieso melden Sie sich jetzt auf einmal? Sagt er, ja, ich glaube, seine Frau nutzt die Kreditkarte jetzt mit. Ja. Könnte besser sein. Könnte besser sein, ja, ja. Ja, war jetzt nicht so der Brüller. Gut. Lassen wir das so stehen. Ja, so, ich nehme ein bisschen Munition mal mit. Habe ich Essen? Nein, Essen brauche ich noch. Ich habe gedacht, du brichst jetzt in Riegelrosengelächter aus. Ja, da sind wir wieder beim Thema Denken, nicht? Ja, überlass das Denken den Pferden, die haben einen größeren Kopf. Eben. Dö. Das Glas. Ja, das brauche ich erstmal nicht. Mein Maschinengewehr brauche ich eigentlich auch erstmal nicht. Stufe 6 ist meins. Finger weg. Ja, Stufe 5 ist deins. Ich lass die Finger weg. Nein, Stufe 6. Nein, ha. Das brauche ich noch nicht. Alles gebrauchen. Selbstgebaute Pistole 6 ist auch meins. Finger weg. Selbstgebaute Pistole Stufe 1 ist deins. So, dann könnte ich so eigentlich so mal durch starten. Durchstarten? Oder nicht? Wo gehst du hin? Einmal kurz zum Händler. Händler. Und dann wollte ich da die Häuser ein bisschen ausnehmen. Ausweiden. Die Häuser. Ja. Kleinen Moment bitte. Das ist richtig, ja? Ich muss noch eben den Jucca, die Jucca-Palme verjucken. So, das Dach ist abgeerntet. Super. Wunderschön. Wunderbärchen. Wunderbärchen. Ja, wenn wir ganz zu tolle Geschichte. Ja. Wenn wir, ja. Oh. Bitte, ich höre. Wenn wir jetzt zu zweit abdüsen, ne? Ja. Dann könnten wir ja, warte, wir wollen jetzt zum Händler. Mhm. Dann würde ich sagen, geben wir dem Esel die Sporen, oder? Was machen wir? Wir geben dem Esel die Sporen. Ich sitze schon drauf. Ja, warte. Ich muss mein Fahrrad noch holen. So. Ja,
So drängel doch nicht, junge Dame. Ich bin ja schon unterwegs. Ich muss mir noch die Haare kämmen. Brauchst du nicht. Oh, da regnet das noch. Ja. Oh nein, da kriege ich bestimmt das Schnupfen. Ein Schnupfli. Ein Schnupfli. So. Dann wollen wir dem Esel mal die Sporen geben, wa, Jasmin? Den Drahtesel. Was macht denn deiner schon wieder für komische Geräusche? Ich weiß nicht. Der reibt sich so ein bisschen am Sattel. Ach, eh. Du Ekel. Geht ein... Ey! Randale Klaus. Da ruf ich die Polizei... Ja, ruf die Polizei. Du hast mich weggeschubst hier. Oh. Angefahren und Fahrerflucht. Oh, da oben ist bestimmt auch noch richtig coole Sachen drin, ey. Wer bist du? Alligator auf Wein und Tabletten? Die du bestimmt noch nicht gefunden hast. Das werde ich mir wohl ewig anhören dürfen. Jasmin? Ja? Steigt ein Mann im Bus ein, ne? Oh. Sitzt da so eine alte Dame mit einer Tüte auf dem Sitz. Geht der Mann da hin, ist der einzig freie Platz und sagt, will sich da so hinsetzen. Sagt die alte Dame, passen Sie aber auf die Eier auf. Sagt der Mann, wieso, haben Sie ein Eier in der Tüte? Sagt sie, nein, aber Stacheldraht. Wo hast du diese schlechten Witze her? Aus dem Internet. Du erzählst sie auch da, voll wo doof. Ich auch die schlechten Pornos her habe. Na denn? Erklärt so einiges, ey. Ja. Meine betttechnischen Qualitäten sprechen da für sich. Bin ich hier überhaupt richtig? Mir zeigt ja den Händler nämlich nicht an. Nee, du musst nach rechts eigentlich, über den Berg denn. Ich kann nicht so viel Gas geben, ich habe nur ein gebrochenes Bein. Oh, Jasmin. Ja, so lange wie ich gerade fahre, geht es. Aber jetzt bergauf. Oh. Oh, diese Anstrengung. Oh. Hä, und wo? Links. Ach, da. So, und zu Ihrer Linken wählen Sie denn den Händler, Trader Joe. Ich hoffe, die Rundführung hat Ihnen gefallen. Beehren Sie uns das nächste Mal wieder. Das Geld gibt es dann an der Kasse zurück. Für mangelhafte Beratung. Warte, hast du eigentlich Jetons mitgenommen? Nö, nur Sachen, die wir verkaufen. Na toll, ey. Der hat dann alles gedacht, der Boy. Nee. Sicher. Hast du nicht. Howdy, Trader Joe. So, darf ich mal dein Inventar sehen? Ich habe mich vorher drängt. Das sieht aus, als ob du den hier mit dem Basie 1 überziehen willst. Ich wollte mich eigentlich vordrängeln. Ich hab kein Tiger hier. Was meinst du, wie lange kann ich hier gegenhauen, bis der mich rausschmeißt? Ich weiß nicht. Ob man hier überhaupt was kaputt kriegt? Nee, ich glaube nicht, mir wird keine HP angezeigt. Tomorrow, we get new goods daily. Fische fertig, ja? Hm.
So, dreh dich doch mal zu mir, wenn ich mit dir rede. So, pass mal auf, Trader Joe. Ich möchte das hier verkaufen. Und ich möchte hier von 4 verkaufen. Ist er interessiert? Eine Stufe 2 Keule. Da habe ich ja kein Interesse dran. Brauchst du einen Stufe 1 Bogen? Will er auch nicht haben. Aber ein Silberklumpen. Kann ich dir was Gutes tun mit Rezepten? Ja, guck doch mal. Und? Achso. Will er wieder nicht haben. Much obliged, Stranger. So, jetzt zeig mir mal dein Stuff. Nö. Willst du denn gleich mitkommen oder wartest du? Was musst du machen? Zombies verkloppen, also reinigen. Zombies reinigen? Naja, den Bereich reinigen. Willst du sie einmal durch die Waschstraße führen? Einmal mit einem Hochdruckreiniger rüber. Ja, komm ich mit. Der hat jetzt nichts, was für mich auf Anhieb interessant ist. So. Blei. Jasmin? Ja. Wo bist du? Ich guck hier ein bisschen. Ich habe gerade Blei gefunden. Du hast mich hier zurückgelassen? Wo bist du denn? Du bist ja ein Freund. Wir kommen zusammen und wir gehen getrennt. Achso. Hier bin ich doch. Ich hab nichts gesagt. Wir müssen jetzt nach links. Das Haus am See? Kann ich hier nicht mein Fahrrad hinstellen. Weil der Trader Joe meint, hier ist immer noch sein Schutzgebiet. Ja, ich weiß. Intolerantes Atmen. Was? Affenbaby. Affenbaby. Genau das wollte ich sagen. Genau das. Und nicht irgendwie umgangssprachlich ihn als Skrotum bezeichnen. Wir müssen andere Seite rüber. Boah, da ist immer noch diese... Warte mal, jetzt will ich aber noch mal gucken. Ja, wir checken das jetzt zu zweit ab hier. Schöner Ausflug am See, du und ich. Aber ich sehe hier keine Kiste. Ja, die ist ja meistens auch nicht direkt da, wo der Qualm ist, ne? Du gehst einfach unter Wasser. Ich schwimme weiter oben, damit ich zur Luft komme, wenn ich welche brauche. So. Zeigt er mir ja an, wie lange ich noch Luft habe. Aber kannst du sagen, was du willst? Hier gibt es keine Kiste. Glaube ich auch nicht. Gehe ich eigentlich im Wasser, wenn ich schwimme, oder schwimme ich? Ich sehe dich gar nicht. Wo bist du denn? Warte, ich schwimme dir entgegen. Du tauchst. Ja. Schwimme ich? Nee, du gehst. Ah, scheiß auf die Physik. Ich mach mein eigenes Ding. Dann weiß ich auch nicht, wo hier die Kiste sein soll. Aber ich wäre echt gerne mal hinten in diesem Häuschen drin, da. Wollen wir rüberschwimmen? Nee. Nee, ne? Oh, warte. Ah. Oh, mein Kopf. Du kannst aber nicht so rasen. Ich habe immer noch ein gebrochenes Bein, Jasmin. Ich fahre doch schon langsam. Ich habe da eine Schiene drum gesetzt, aber weiß ja, es tut trotzdem weh. Jasmin. Hm? Unterhält sich ein Mann mit seiner Frau, ne? Mhm. Sagt er, weißt du, als ich damals meinen Job verloren habe, da standst du hinter mir. Sagt sie, ja. Und als ich mich selbstständig gemacht habe und pleite ging, auch da standst du hinter mir. Sagt sie wieder, ja. Als ich meinen Autounfall hatte und pflegebedürftig war, standst du auch hinter mir. Sagt sie, ja. Und als ich im Krankenbett lag, im Krankenhaus, da standst du an meiner Seite. Sagt sie, ja.
Da weißt du was? Sagst du was denn? Ich glaube, dummes Stück bringst Unglück. Ich kann irgendwie keine Witze erzählen. Ich habe die richtig geil im Kopf, aber wenn ich sie rede, sind sie einfach nur dumm. Ja. Synapsenkatastrophe. Weiß auch nicht, woran das liegt, Jasmin. Komm, wir radeln jetzt einfach mal. Welches Haus ist denn deine Quest, Jasmin? Hier vorne gleich das. Das erste? Weiß nicht. Die Holzhülle? Nee. Nee, ein weiter noch. Okay, wir düsen mal rüber. Hier, der da. Ich glaube, ich habe solche Schmerzen, weil ich so ein BMX-Profi bin. Genau, jetzt wird's auch noch neblig. Mag ich ja nicht. Kann ich schon annehmen? Warte, ich will nur einmal gucken, ob ich hier noch eine Stange kriege. Ja, nimm mal ruhig an. Oh, da ist irgendwas Radioaktives. Da ist jemand verstrahlt. Ja. Ich glaube, er hat sich den Kopf an der Treppe aufgeschlagen. Das kommt davon, wenn man betrunken hier wieder rauskommt. Wo kommt denn der jetzt durch hier? Keine Ahnung. Oh oh, der zeigt mir ja sogar an, wo die alle kommen jetzt. Oh nein, eine Kreischerin auch noch. Jasmin? Ja? Du solltest ein bisschen Abstand nehmen. Okay. Hinterhalt! Oh. Ich rette dich, Jasmin! Alter. Hast du meinen Fall gehört? Wow. Ging das ab hier? Das war jetzt aber nicht so wild, ne? Was war das nicht? Bist du doof? Ja, wieso? Oh. Das fragst du noch? Das war ja hier gerade heftig. Erotisch. Bukake-Party mit Officer Schlotz. Ah, 12-mal Munition. Oh. Was denn? Das ist immer so eine Anspannung, ey. Und dann kühlt das ganz schnell wieder ab, ne? Wo bist du? Hinter mir? Quasi. Gut. Hier. Sie nimmt wieder nur die Hälfte mit. Wo ist denn jetzt hier einer? Links. Hier ist noch, warte, guck mal. Ja, ich wollte das erst machen, wenn wir hier fertig sind. Ach so, ja, ja, ich würde auch erst reinigen und dann. Vorsicht. Hau da drauf, die Fresse. Komm nur her, Alter. Wer ist eine Zwiebel? Hier. Das ist noch ein Kriecher gewesen. Ach, den habe ich schon. Dr. Eisenfaust. Wahnsinn, was in der Nachbarschaft alles so abgeht, ne? Ja, ne? Das kriegt man alles so gar nicht mit. Ich dachte immer, wir leben hier... Das ist aber noch nicht erledigt. Ich dachte immer, wir leben hier voll ländlich und friedlich. Ist noch nicht erledigt. Nach oben müssen wir jetzt. Na, ich komme gleich nach. Ja, ja, hier wäre schon schön, ne? Jo, jo. Ich glaube an dich. Ich muss nur erst was essen. Bin unterwegs. Schon erledigt. Siehst du auch diese dämonischen Schatten, die ich sehe?
Oh! Ich hab die Tür geschlagen. Hab ich gesehen. Ich krieg hier nur deine XP. Ist ja nichts Neues. Ein Retro-Kühlschrank. Das ist aber immer noch nicht erledigt, die Quest. Hä? Säubere Gebiet, drinne bleiben. Säubere das Gebiet. Ich glaube, hier geht's auch noch nach oben oder unten oder sowas. Gehört der Hafen da nicht noch mit zu? Weiß ich nicht. Hier steht... Ach so, säubere drinne bleiben. Das haben wir erledigt. Ja. So, bitte bleib noch mal raus. Ja, ich will mir noch kurz die Kühlschränke hier stibitzen. Den lassen wir nochmal stehen. Oh, ich hab richtig Hunger. Hast du was mit? Ein Stück Kuchen hatte ich noch, ja. Na süße. Eine Wohltat. Mhm. Welch ein Gaumenschmaus. Den hast du sehr gut gemacht. Inge, ich muss dir ja was lassen, ne? Auch wenn du nicht putzen kannst, aber backen kriegst du hin. Da oben müssen wir irgendwo hin. Da oben? Da steht was. Ach, da sind Bücher. Ah. Was ist das für ein Bauplan, Tempel, Klingenmod nutzen? Was für ein Buch? So eine Klinge, irgendwas mit Klinge. Kein Erdbohrer. Nee. Leider nicht. Und? Oh. Und? Was ist das? Egal was es ist, es gehört jetzt mir. Mir ganz allein. Aha. Und was? Genau? Ja, Klimaanlage, denke ich mal. Irgendwo was vergessen, sag mal. Ich weiß es nicht. Also hier sind noch Klimaanlagen, also Ventilatoren, die wir abbauen können. Nee, ich meine wegen Quest erfüllen. Da muss ich draußen noch. Oh, die geben aber gut mechanische Teile. Ich weiß, habe ich auch schon voll oft abgebaut. Ist der letzte. Wunderbar. Wo treibst du dich jetzt rum? Außen. Okay. Bau das Auto ab hier. Ja, drinnen ist ja erledigt. Ich muss jetzt irgendwie draußen säubern. Fehlt hier. Aber hier draußen ist nichts. Ich weiß gar nicht, ob das hier noch weiter nach oben ging. Hier könnte ja, natürlich glaub, was drauf. Irgendwie geht das hier noch. Ich glaube, da geht es noch weiter. Eigentlich. Ja, oder so. Aber wie komme ich da jetzt hin? Aber drinnen ist ja erledigt. Das ist ja das, was ich komisch finde. Das ist jetzt merkwürdig. Hm. Oh, geil. Hm? Ich habe deine Freunde gefunden. Oh nein. Wo denn? Wo denn? Auf dem Dach. Auf dem Dach, wie komme ich da hin? Er platzt gleich, der dicke platzt gleich. Aber wie komme ich zum Dach hin? Da, wo wir den Flur oben lang gegangen sind. Hä?
Sniper-Elite. Wer ist hier ein Soldat? Ich hab dir einen runtergegeben. Lebt er noch? Jetzt nicht mehr. Oh, warum kann ich den nicht töten? Kannst du. Da müsste noch einer sein. Kann zum Händler. Nö, hier ist keiner. Ich wollte ja gerade hochkommen. Sind oben alle weg? Ich bin so doof. Hier meinte er. Sind oben alle weg? Ja. Und wo muss ich jetzt hier lang? Da ist der Flur. Wo bist du jetzt hin? Ich bin immer noch auf dem Dach. Ja, wie du da hingekommen bist, sag mal, hörst du nicht zu, ey? Na, hab ich dir doch schon gesagt. Ja. Du bist so nach oben gegangen, wo du deine Rahmenform gebaut hast. Hä? Ich? Ja. Nee. Da an der Treppe. Die waren schon. Die waren schon? Ja, hier bin ich doch gerade. Ja, die waren schon. Ja. Oh, wenn du benebelt bist, kannst du nicht springen. Oh. Pass auf, Jasmin, ich mache jetzt richtig geilen Stunt. Mhm. Ja, dann können wir gleich wieder zum Händler. Pass auf. Und? Ja! Hast du gesehen? Nöp. Du hast nicht geguckt, wie ich mein Leben riskiert habe, um dir zu imponieren? Oh. Irgendwie steht mein Laptop hier heute. Nochmal Munition. Oh, geil. Wo hast du die gefunden? Hier, in dem komischen Raum hier. Mit diesen wir haben ja noch gar nicht alles gelootet. Dachträger da oder so. Ja, wir haben ja noch gar nicht alles gelootet, ne? So. Ja, was Vernünftiges. Möchtest du einen Bauplan für Motorradfahrwerk haben? Egal. Ja, entweder du oder der Händler. Na, dann gib mir. Ich hätte es ihm auch nicht gegönnt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Der hat mich so enttäuscht. Jetzt nehmen wir die Hütte hier voll auseinander. Mhm. Wollen wir die komplett abbauen? Geht das? Dem Erdboden gleich gemacht. Ja, du kannst sie rein theoretisch komplett wegnehmen, ne? Aber ob das Sinn macht? So sieht Wasser ohne Wasser aus. Interessant. Ja. Jasmin, guck mal! Ich bin Bootskapitän.
Ja, ich auch. Und jetzt guck mal hier, ich bin ein Pirat, der Ausschau hält. Arg, ich bin ein Pirat. Hat sich mein Arg vernünftig angehört? Ja, ein richtiges Piraten-Arg? Geil. Nicht. Nicht geil? Ja, hat dir das Angst gemacht? Ja, ganz toll. Jasmin? Geh nochmal zurück. Ja. Geht grad nicht. Ich durchsuche hier das alles. Gut, dann nehme ich das. Was denn? Achso, hast du schon? Leere, verwitterte Sporttasche, oder? Ob wir, wenn wir den Boden im Wasser abbauen, Sand kriegen oder Lehm? Lehm. Hm. Hast du schon versucht? Mhm. Hm. So. Und das für Säcke? Lumpen. Und Sand. Du olles Fass. Nimmst du die Säcke mit da? Ich habe kein Zement. Tausend hat dieser Bootssteg, das ist doch nur Holz. Wieso haben wir denn kein Tausender Holz? So, dann gehen wir mal zum Händler. Ja. Was ist das hier? Keine Ahnung. Holz. Holz for the hidden. Jasmin, warte einen Moment noch. Ja. Aus diesem Ventilator werde ich uns eine klimatisierte Wohnung bauen. Das brauche ich nicht. High Business. Das brauche ich auch nicht. Du, 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 du. Wo ist, hey. Wo ist mein Fahrrad? Keine Ahnung, kannst du mal aufhören, mein zu hauen? Bin ich auch noch hungrig. Hä? Warte, ich hab noch was für dich. Ich hab selber Essen. Nein, ich hab was anderes für dich. So. Bist du bereit? Mhm. Ah, da ist ja mein Fahrrad. Irgendwo. Hey, hier bin ich doch gar nicht hingefahren. Wenn ich da... Ach so, ja genau. Ich habe ja meinen Monster-Stunt gemacht. So. Armin muss schon alleine zocken. Willst du... Bist du voll? Ja, ah, okay. Zwei überladen. Sonst wäre ich nämlich in die Basis gefahren. Aber dann kann ich mir auch noch eine neue Mission holen. Ja, ja. Hör auf! Hören Sie auf! Das ist Nötigung im Straßenverkehr. Lassen Sie das! Ich rufe die Polizei. Na, ruf mal, die spuckt dich an. Die spuckt dich an. Boah, was war denn das? Ja, geil, wa? Du hast ja richtig. Kannst du nicht, ne? Nee, du hast ja richtig drauf, ey. Hä? Au! Ja. Verkehrsunfall. Oh, alles brennt.
Ich bin überhaupt nicht besoffen. Fragen Sie doch den Typ auf der Motorhaube. Da nimmt sie wieder die Abkürzung über den Berg. Oh, was ist das denn? Halt! Schön die was sind das? Schön die Natur kaputt fahren. Was denn? Was sind das? Was denn? Was läuft hier? Zombiehunde. Danke für den Tipp, Jasmin. Ich habe keine Ausdauer. Au. Aua. Nein. Ah, scheiße. Jasmin! Los, hilf mir! Einer will mich noch beißen. Aua. Ich kann nichts tun. Ich habe gar keine Ausdauer. Jasmin, ich sterbe. Nettie, komm doch. Komm schneller. Was das? Ich muss mich gerade bandagieren. Mein Gott, ey, diese Heususe. Ich habe wegen unserer blöden Fahrradtour nicht ein bisschen Ausdauer gehabt. Wo ist jetzt mein Fahrrad, ey? Danke, dass du mich gerettet hast. Ey, ich finde mein Fahrrad gerade nicht. Ey, du musst dir... Ah, da. Du musst dir mal links meinen Balken angucken. Vor allen Dingen fährst weg. Warum bist du nicht bei mir geblieben? Panikattacke. Du haust ab und sagst, ich sterbe gleich. Ja, und ich musste jetzt gerade hinterher latschen. Ich habe versucht, sie abzuhängen. Statt von mir zu kommen. Ich habe versucht, sie abzuhängen, aber sie waren schneller als ich, weil ich keine Ausdauer hatte. Muss man links meine Leiste sehen. Verstauchtes Knie, gebrochener Arm, zerkratzte Hand, infiziert, Hunger, 8 überladen, gebrochenes Bein, erschöpft und ein Schleudertrauma. Ja, ich müsste vielleicht bei Gelegenheit was essen. Nimm doch mal das Maschinengewehr, wa? Du hast doch schon Maschinengewehr. Nein, eine AK-7 Maschinengewehr Stufe 2. Ja, AK-7? Sicher. Ja, AK-47 meine ich. Wollte gerade sagen. Ja. Oh. Wir kriegen gleich Besuch, wa? Oh. Warum hast du den gehauen? Hä? So. Ah, du bist noch drin, ne? Ja, thanks aber... anyways. You be careful out there. Ergrabene Vorräte. Ja, nehme ich mal an, ne? Ja, bitte. I will make it worth your while. Ja, ja. Mm-hmm. Ich glaube, ich habe hier einen Dackel gehört. Ja. Eindeutig, da ist ein Dackel. Ja. Oh, ich habe 1350 Chitons. Jetzt kann ich den Zombie nicht töten, wenn er hier beim Trader ist, oder? Wo bist du denn? Da kommt dir gleich ein Hund entgegen. Sag mal, juckt euch die Schnauze hier, oder was? Scheißhunde. Gemuhl. Drecksviecher. So, jetzt möchte ich hier aber gerne in Ruhe shoppen. Ja, danke. Ja. Das würde ich gerne verkaufen, Trader Joe. Hast du jetzt Interesse an meiner dicken Keule? Nein. Glas? Auch nicht. Hier, guck mal, das habe ich auch noch mal. 4 Stück. Ach, du bist gerade da drin. Geil. Verbesserte Fittings-Mod. Bogen. Ah, will er nicht haben. Eine Dose. Oh, geil. Warte mal. Noch bin ich nicht hochinfiziert. Ich konnte mich mit Honig heilen. Das ist so schön. Ja, das, ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. So, was können wir denn noch alles kaufen hier? Gesichtspiercing? Wie geil ist das denn? Will was kaufen. Geh mal weg da. Warte mal. Hör mal. Gesichtspiercing. Das Infektionsrisiko ist nicht Herausforderung genug. Dann sticht dir doch Piercings von fragwürdiger Herkunft durch die Haut. Mhm. Meinst du, ich sehe cool aus mit so einem Piercing? Keine Ahnung. Puffermantel. Speck mit Eier. Speck mit Eiern. Kann ich jetzt mal kurz rein da? Ja, einen kleinen Moment bitte.
Der verkauft hier die Sachen, die ich ihm verkauft habe. So ein Schlingel. Vor allem, er verkauft die mega teuer. Ja, das ist ein Betrug hier. Kann ich mal gucken. Ja, warte, ich hole mir nur noch ganz kurz mal eine Kleinigkeit zu Nasche. Nasche? Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja. So. Was kaufen. Hä, warum hat er das nicht? Meine Leiste links geht fast bis Ende Monitor. Demnächst muss ich anbauen. Leer. Leer. Er verkauft nicht das, was wir brauchen. Nee, ist meist so. Außen ist Action. Ah, ich gehe gleich raus. Aber wo? Mann, ist der doof. Also, ich wäre einmal komplett außen rumgelaufen. Schade. Nimm das. Gleich bist du ein armloses und beinloses Ding wie ein Kackhaufen im Wind. Oh. Geht nicht. Oh, Frechheit. Ja. Jasmin, ich habe mal wieder den Tag gerettet. Mhm. Weil? Ne, ich habe so einen komischen Typen weggemacht, ne? Weggemacht? Ja, ja. Welche macht habe ich? Ich kaufe hier nichts. Das sollte man mir vielleicht hoch anerkennen. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe das schon ziemlich krass gemacht. Finde die Programme vorrede. Ja. Jasmin. Wo bist du? Ich baue gerade Nitrat ab dem Berg hoch links von dir. Ah, da. Ja, willst du mir vielleicht helfen, etwas Nitrat abzubauen? Ich bin eigentlich voll, aber. Ja. Hilf mir mal, Jasmin. Lass das. Du hast mehr Ausdauer als ich. Hier unten geht's noch weiter. Lass das. So, Jasmin, bitteschön. Hier. Das ist jetzt deine. Okay. Das ist jetzt hier dein. Ja, graben. Wir müssen jetzt nach da, weil wir graben müssen. Weit von hier? 400 Meter. Oder wollen wir erstmal nach Hause? Ne, ich hätte ja auch noch eine Quest mitnehmen können, aber ich wurde die ganze Zeit angepöbelt. Ich soll bitte meine Geschäftsbeziehung mit dem Händler beenden. Weil jemand anderes ja gerne Geschäftsbeziehung... Dann geh du doch jetzt erstmal eine Quest machen. Ja, ich geh mal gucken, was er Geiles für mich hat. Ja, mach, ich warte hier. Ich bin ein bisschen überladen. Ich auch. Hast du Nägel? Nein. Schade. Sonst hätten wir eine Aufbewahrungskiste machen können. Der Weg des Aufstiegs. Ein Mann und seine Spitzhacke.
auf dem Weg zu Trader Joe. Moin, Trader Joe, sprach der Mann mit der Spitzhacke. Hast du einen Job für mich? Ja, sicher, antwortete Trader Joe. Aber sonst geht's dir gut? Oder tut dir irgendwas weh? Ich würde gern... Ach, schade, dass man nicht sieht, in welche Richtung das ist. Doch, Norden. Warte mal, du bist Osten. Achso, bist schon fertig? Ich habe jetzt auch mal was im Osten genommen. Ja, schade, ne? Deins ist ja mehr so Ost-Süden, Südost. Südwest. Südwest. Achso, ja gut, ich habe jetzt im puren Osten. Das ja, wo sind bist du denn los? 230 Meter in die Richtung. Ja, dann los. Ich bin unterwegs, aber mein Arm und mein Bein ist gebrochen und... Wie langsam du bist, Mann. Und eine Schiene und Verstauchung und einen kleinen Kratzer habe ich auch und ich bin erschöpft. Hier lang? Und, ja. Alter, wie lange brauchst du denn? 200 Meter. Brauchst du Vitamine oder Schmerzmittel oder so? Hast du welche? Ja. Also Tabletten für mich? Ja. Ja. Verband habe ich auch noch. Oh, ich bin voll, warte mal. So. Wunderbar. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Immer geradeaus oder was? Immer geradeaus, Richtung O. Richtung Osten, sag doch einfach. Richtung Ortsausgang. Ja. Da hinten war? Ja, hinterm Berg quasi. So, jetzt müssen wir erstmal diese geilen Missionen fertig machen, damit wir irgendwann mal den Schmelztiegel kriegen. Dann können wir ein Auto machen, können geilere Lootstrecken zurücklegen und können unsere Basis aufwerten. Was hast du jetzt auch, Säubere oder was? Beseitigt, ja. Säubere das Gebiet. Begib dich 116 Meter in Richtung Osten. Säubere das Gebiet und tue etwas für die Umwelt. Recycle den Müll. Papier in die blaue Tonne. Bio-braun, Restmüll schwarz. Plastik im gelben Sack, bitte. Bist du noch da? Ja. Ich habe gerade eine Idee. Wo bist du denn? Ja, hier hinten. Ja. Hier ist Kohle. Hast du hier wen umgebracht? Ja. Das heißt, nein, Jasmin, es gibt doch Zeugen. Und? Natürlich nicht, musst du sagen. Ein Schlagkopf ab. Brutal. Ich hätte nein gesagt. Nein. Ich habe hier Kohle gerade. Ja, ich muss einmal hoch, dann können wir die Mission starten. Ich bin gar nicht da. Ja, du bist aber gleich im Ecke. Warte kurz. Ja, ich warte. So, hier haben wir unser gelbes Ausrufezeichen mit der Mine. Button Thumbnail, ja? Drei überladen. Ja gut, das kann ich jetzt nicht weglegen, die Kohle und so. Aber weißt du, was wir machen, Jasmin? Du? Ich warte ja, ne? Wo bist du denn? Ach so. Weißt du, warum bewegst du dich? Weißt du, worauf ich warte? Hä? Ja. Auf die nächste Folge, in der wir die Mine reinigen können. Und da mal reinschauen. Da war ich schon mal drin, ganz am Anfang. Ja, ich bin der Meinung, ich war da auch mal drin, aber ich weiß es nicht mehr. Doch, da waren wir schon zweimal. Seid beim dritten Mal gerne wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.